Moinsen, mein Name ist Make Taroka, ich bin der Prinzessin unter die Let's Player und das ist Let's Play Pokémon Stadium. Und wir gehen zurück in die Arenaleiterburg. Wir haben noch eine offene Rechnung mit dem nächsten Arenaleiter. Und das schaffen wir heute auch noch. Da bin ich mir sicher. So gut wie es heute läuft, mit Koga. Das ist ein Gifttrainer, der... Warte mal. Zurück. Kommando zurück. Wir haben doch so ein Team gespeichert. Dieser Schrott da, ne? Den will ich gar nicht mehr wiedersehen. So. Dieser Schrott, der da war in der ersten Hälfte, nur Leih-Pokémon. Man kann es nicht glauben, dass ich es damit geschafft habe, aber es ging. Ich habe es geschafft und ich bin zufrieden. Und wir haben ein Pixie, ein Lamus, ein Electek, ein Sasami, ich meine ein Simsala, Salami, Mospanti, Balektro, Ballisto. Egal. Wir haben Pokémon als Gegner. So, wir benutzen davon... Oder dagegen am besten selbst Pokémon. Das ist eine gute Idee eigentlich bei einem Pokémon-Spiel. Ich weiß nur noch nicht, welche. Zapdos, Polaros und Burns, Sunny, Horus, Voltaire, Sunny. Kommt Sunny. Sunny macht immer alles, auch wenn er viele Elektro-Pokémon hat. Der hier macht das sowieso. Ich bin ziemlich sicher, dass... dieses Pokémon schon einiges reißen wird. Vielleicht auch nicht. Ich überlege gerade, gegen Elektro-Pokémon habe ich wirklich nichts Gescheites dabei. Paralysiere ich den denn trotzdem? Es setzt Donnerwelle ein. Ihr Angriff zeigt keine Wirkung. Ein derer... Das wusste ich nicht. Sie halten sich mit Drohgebärden an. Toxin. Natürlich, so einer ist das. Das ist so ein Typ, der versucht es mit Strategie. Also diesem Quatsch, der nie funktioniert. Strategie. Was nun? Der Delegator hat den Angriff abgewendet. Sie schenken sich wirklich nicht. Na gut, da muss halt der Donnerblitz her. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Metronom Hyperstrahl. Ach du Scheiße. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Auf der anderen Seite... Mach den Delegator kaputt. Bitte. Das ist perfekt. Jetzt kann er nämlich nichts machen. Jetzt kann ich ihn erstmal paralysieren. Das war Glück im Unglück. Jetzt kann ich ihn nämlich auf jeden Fall paralysieren. Ich weiß, ich habe dem fast noch keinen Schaden gemacht, aber das ist okay. Jetzt darf ich nämlich auch wieder anfangen. Ich meine, mein Pokémon ist fast tot, aber... Müssen wir einfach mal so hinnehmen. Wie wäre es mit Polaros? Ich wechsle jetzt. Und verdammt, es juckt unterm Arm. Warum? Wir sind bereit, unser Pokémon in den Kampf zu schicken, auch wenn es dadurch enormes Schaden nehmen könnte. Blubber, Metronom Blubber, ich bin erstaunt. Es ist ein leichter Treffer. Er ist auch schon so ein bisschen so... Ja, das war Quatsch eigentlich, was er da gerade gemacht hat. Aber wir haben das alle... wir haben einfach nichts gesehen. Wir haben einfach nicht hingeguckt. Wir nehmen das nicht so ganz für voll. Er wird schon wissen, was er tut. Toxin. Er macht aber keinen Delegator mehr. Ich bin gespannt, woran das wohl liegt. Vielleicht hat er nicht mehr genug KP. Nein, beim letzten Mal hat er, glaube ich, 40... Ja gut, vielleicht kann er wirklich nicht mehr genug... Letztes Mal hat es, glaube ich, 40 bei ihm gekostet. Was auch Sinn macht, dass man auch da irgendwie so ein Fünftel oder so zieht ab, oder? Fünftel? Ein Viertel. 4, 8, 12, 16. Ich bin dumm. Warum habe ich Fünftel gesagt? Ich kann offenbar nicht rechnen. Ich kann sowieso nicht rechnen. Ich bin dumm. Ich bin nicht besonders gut in Mathe. Sagen wir es einfach so. War ich nie und möchte ich auch gar nicht sein. Das ist mir egal, ich bin kein Mathematiker. So einfache Sachen kriege ich vielleicht noch hin, auch wenn das wirklich gerade super einfach war. Und so. Egal. Natürlich lernt er Toxin, was denn sonst? Das ist genau das, was er möchte. Toxin. Das ist genau sein Ding. Und ich habe mir bei diesem Pantimos von eben mit den 26 irgendwie Sorgen gemacht. Da war einfach die Hälfte abgezogen. So einen hohen Spezialwert kann das gar nicht haben. Geowurf. Fixschaden.
Ich habe das Gefühl, der hat nicht so wirklich eine Strategie. Der tat am Anfang so, als hätte er eine, aber der hat keine. Er ist genauso nutzlos wie die anderen Trainer auch. Dieser Pokémon wurde besiegt. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Ringfrei für Salazar. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Okay, was machen wir? Fliegen tut dem wahrscheinlich weh. Wir machen Fliegen, komm. So. Er ist aber schneller. Nein, Delegator, oh mein Gott. Er hat ja doch eine Strategie. Die ist nicht gut, aber der hat eine Strategie. Wahrscheinlich fängt das den Schaden jetzt wieder ab und der greift mich nicht an. Ich bin nicht begeistert von dem Gegner gerade. Glut. Er macht wirklich einen Delegator und dann Metronomen. Wahrscheinlich kann er nichts anderes. Und Mimikry oder so. Ich bin mal gespannt, ob der mich wirklich besiegen kann oder nicht. Der Delegator ist verschwunden. Er ist verschwunden. Er wurde nicht getötet oder so. Er ist verschwunden. So wie bei Naruto. Im 4Kids-Schnitt. Da war das ja auch immer so. Oh, Delegator schon wieder. Ja, wenigstens zieht er sich selber KP ab damit. Das ist schön. Der Delegator wurde zerstört. Ah, diesmal hat er es gesagt. Schön. Aber ich nehme sau viel Schaden durch diesen Kack. Quark. Delegator. Geht daneben. Schade. Es kann daneben gehen, oder? Er kann es auch einfach. Ich glaube, es funktioniert nur dann nicht, wenn er nicht genug HP dafür hat. Komm, mach's kaputt. Volltreffer? Ich wusste nicht, dass man Volltreffer gegen die Dinger landen kann. Jetzt hätte ich gerne ein super schnelles, rollendes Pokémon. Das würde sicher viel Spaß machen, einfach zu explodieren oder so. Ich habe noch Sunny. Begeben sich in Kampfposition. Ringfrei für Starmie. Nein, Sunny, nicht Starmie. Ich meine, es ist dasselbe. Oder das gleiche. Oder nutze ich jetzt Surfer oder Psychokinese? Ist beides gut. Aber Surfer hat. Es hat beides Step. Fällt mir gerade auf. Ja, Delegator. Es erzeugt einen Delegator. Mit 3 KP. Delegator wurde zerstört. Was macht der denn jetzt? Macht der jetzt Metronom oder was? Da bin ich jetzt gespannt. Macht der wirklich nur Metronom einfach? Genesung! Ach du Scheiße. Ich habe die Befürchtung, dass das ein bisschen länger dauert. Okay. Deal. Machen wir es so. Ich probiere es ja. Hat er genug? Der hat noch genug dafür. Ich mache es so, pass mal auf, vielleicht kann ich seine Werte senken. Und dann nimmt er gleich mehr Schaden. Es ist wieder so ein Gegner, ich hasse es. Es dauert wieder so lange. Am Ende schaffe ich es doch nicht mehr, den Arena-Kampf zu schaffen. In der Zeit. Die Kacke war nicht sehr effektiv, ja, das habe ich gesehen. Ist okay, ich würde ihn ja gerne paralysieren, aber dafür macht er wieder das und das funktioniert dann wieder nicht. Das kann ich nur machen, wenn ich sicher bin, dass er Genesung benutzt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er das benutzt. Das war ich jetzt gerade halt auch nicht. Hat den Angriff abgewendet. Scheiße. Der Kampf wird immer intensiver. Ich muss Surfer einsetzen. Das die funktioniert Kämpfer sonst nicht. Sich glaube ich. Genesung, klar doch. Wenigstens macht er nur das. Und gerade nichts, was mir Schaden macht. Er hat halt kein Gift oder so auf mir. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt macht er natürlich wieder diesen Scheiß. Geh ich mal von aus. Ich kann es jetzt wieder probieren mit. Ja. Vielleicht kann ich seine Werte senken, wenn er den Delegator hat. Ich weiß es aber nicht, ob das funktioniert. Ich muss es ausprobieren. Ja, das ist okay. Ich mache jetzt wieder Surfer. Ich mache am besten gleich weiter den Surfer, bis der wieder auf wenig HP ist oder so. Psystrahl, der kann ja sogar angreifen. Scheiße. Aber es ist kein guter Angriff, sagen wir mal so. Ich kann mich ja auch heilen. Das heißt, das wird ein sehr langer Kampf, Leute. Das ist sehr lang. Ich könnte noch warten oder hoffen, dass ich einen Volltreffer lande. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ich habe Genesung genommen. Oh, wieso bin ich so dumm?
Ich habe jetzt wirklich Delegator. Ich habe jetzt Genesung eingesetzt. Aus irgendeinem Grund dachte ich, Surfer wäre unten. Dabei habe ich das jetzt schon dreimal eingesetzt oder so. Oder öfter. Vier. Und dann macht er wieder Genesung. Irgendwann hat er auch keine Genesung. Ich meine, das kann er 20 Mal. Also. In der Theorie. Oh, das wird super lästig. Das ist immer noch der erste Gegner. Ich glaube, ja. Das Jongleur war der erste Gegner in dem Kampf. Scheiße. Und das ist ausgerechnet einer, der schneller ist als ich. Ich hoffe, dass er irgendwann seine KP nochmal so nach unten zieht, dass ich ihn paralysieren kann. Das ist das, was ich brauche. Warum juckt das so? Jetzt kann er das noch einmal machen. Ich weiß nicht, ob ich muss den Delegator jetzt zerstören, damit er den nochmal benutzt. Dann muss ich ihn wieder zerstören, damit ich ihn paralysieren kann. Aber dann wird er auf jeden Fall... Achtung, er benutzt jetzt nochmal Delegator, richtig? Ja, das ist korrekt. Jetzt muss ich den nochmal zerstören, damit er danach Genesung benutzt. Er muss jetzt Genesung einsetzen. Wenn er jetzt... Das Delegator kann er jetzt nicht benutzen. Er wird auch Genesung einsetzen, ich bin mir sicher. Psystrahl ist Quatsch. Ja, guck mal, da ist Genesung, jetzt kann ich ihn paralysieren. So, jetzt hab ich den... das ist Pattern raus. Und jetzt habe ich eine Chance, ihn zu besiegen, weil er jetzt teilweise nicht angreifen kann. Das heißt, er kann entweder keinen Delegator machen oder keine Genesung verwenden. Das war anstrengend, ey. Das herauszufinden. Aber ich komme durch, ich bin mir sicher. Jetzt sind die alle so, passt euch. Stellt euch das vor, alle Gegner von denen sind jetzt so alle in dieser Arena. Ja, genau. Ich darf jetzt auch anfangen. Das heißt, er kommt gar nicht dazu, diesen blöden Delegator zu machen. Und ich bin wieder voll übrigens. Ist auch besser. Ist auch super. Bestens. Damit habe ich komplett den Cycle gebrochen. Der Kreis ist jetzt ein Oval gewesen. Oder einfach so, ist wie so ein Ei, ist einfach gebrochen. Die Umlaufbahn sind dann zwei Teile. Und jetzt ist das letzte Pokémon von dem endlich besiegt. Das gefällt mir. So muss das laufen. So ist gut. Wenn die Dinge so ausgehen. Jetzt kommt ein Bonteur, dann Baika und ein Koga. Finde ich ganz okay. Project 64. Fuxania City, Runde 2 und Bums, da hat er Pokémon, die ich sehr, sehr einfach besiegen kann, tatsächlich. Na und, ich nehme Zeus mit. Ich nehme Polaros mit und ich nehme, überlege gerade, ja, Sunny kommt Psychokinese, ist gut. Ist Wahnsinn, was das für ein Kampf ist. Der wird leicht. Der wird wirklich leicht. Snobilikat, oh, das macht wieder Schaden. Das ist vielleicht doch nicht ganz so leicht, aber wir machen auf jeden Fall erstmal Donnerwelle. Der wird mich jetzt auch mit dem Schlitzer nicht besiegen. Nein. Nee, macht er nicht. Ja, ich hab noch 60 KP. Ich hab noch 107. Okay, ich hab dem Ding etwas mehr zugetraut. Meine Verteidigung ist offenbar höher, als ich dachte. Oder sein Angriff nicht so hoch. Ich bin mir nicht ganz sicher. An der Stelle kann ich jetzt halt einfach Donnerblitz benutzen. Donnerblitz tut jetzt richtig weh. Und er kann eventuell mal einfach nichts machen. Das ist schön. Volltreffer! Besiegt. Hätte ich natürlich auch direkt am Anfang so haben können, aber wer weiß, ob das immer so klappt. Wobei auf der anderen Seite, der war ja eh schneller, oder? Der hat ja eh mit der Attacke angefangen, mit seinem Schlitzer. Donnerwelle kam erst danach, meine ich. So, er hat ein Pokémon, gegen das ich ebenfalls stark bin, weil ich Borschnabel und fliegen kann. Fliegen mache ich, wie gesagt, nicht so gerne. Es hat vorhin mit Polaros ganz gut geklappt, aber Borschnabel ist dann doch mein Favorit unter den Flugattacken in der ersten Gen. Da kommt ein Rasierblatt, der nicht allzu viel macht, aber volltrefferlastig ist. Da ist er schon gekommen. Der Volltreffer. Dann haben wir einen weiteren Borschnabel und das war's. Das Vieh ist erledigt. Haben wir irgendwie ein Vier vorne drin oder so? Nee. Fühlt sich gerade komisch an.
Pokémon auf der Reservebank. So. Der Kampf geht wesentlich schneller und ich finde das gut so, weil der geht mir fürchterlich auf den Nerven. Lurken. Lurken. He's lurking around. Okay, Donnerblitz, das war's dann. Dann ist der weg. Den überlebt er nicht. Das war's. Super einfacher Kampf, habe ich gesagt. Und selbst wenn das überlebt, ich habe noch zwei Pokémon, die auch sehr, sehr stark sind. Aber das war ihn. Klingt mehr so wie so ein Affe. Und Razaf macht so. Keine Ahnung. Razaf klingt mehr wie ein Elefant. Und Kingler klingt mehr wie ein Affe. Da haben wir den Biker. Der Biker wird jetzt. Der hat einen Smogmog. Sagt, der hat einen Smogmog. Na, hat er einen Smogmog? Er hat einen Smogmog, weil Biker immer Smogmog haben. Und Slimog hätte er auch. Ich hätte auch noch Slimog dazu sagen sollen. Die haben immer die gleichen, ey. So, wir haben auf jeden Fall Zapdos. Und Arctos. Und Lavados. Arctos, Zapdos, Lavados. Super. Aber nicht in der Reihenfolge halt. Lieber so. Wo eben den. Ist der Mauszeiger im Bild? Nein. Das ist genau gerade eben nicht im Bild. Der war ganz oben an der Ecke. Also am Rand zu sehen. Aber nicht im Bild, sondern also, der war gerade noch in der Menüleiste. Scheiße. Es ist Wickel. 10 Schaden durch den Volltreffer. Okay, ja gut. Damit bin ich aber auch trotzdem ganz zufrieden. Warum hat er ausgerechnet so scheiß Pokémon? Jetzt hätte ich wirklich Dinges gebraucht. An der Stelle hätte ich Sunny gebraucht. Jetzt habe ich jetzt ausnahmsweise mal nicht dabei. Jetzt hätte ich es gebraucht. Ein schnelles Pokémon, eine Psychokinese und Donnerwelle, womit ich diesen Scheiß brechen kann. Habe ich natürlich nicht. Ich habe Flammen. Ich habe Feuerwirbel. Warum wechselt der? Er hat ein Pokémon, das effektiv gegen mich ist. Warum habe ich überhaupt Horus genommen? Das war kein, das war... Ich habe Feuerwirbel benutzt. Warum? Hey, hören wir mal was anderes. Jetzt ziehe ich den Kampf in die Länge. Okay. Wir nehmen wieder Zeus. Scheiße. Wir müssen mit unseren Attacken auf jeden Fall treffen. Wir müssen mit Zeus jetzt einen Donnerblitz durchkriegen. Ganz egal wie. Donnerblitz trifft auf jeden Fall. Ist ja ein Gesteins-Pokémon, das Vieh. Das ist auf jeden Fall kein Thema. Ach so, er hat auch keinen Bock. Smogmog? Was macht das denn bitte? Was will Smogmog machen? Wechselt der jetzt nochmal? Ich fände das super. Donnerwelle. Donnerwelle. Ganz egal, was kommt. Donnerwelle. Er wechselt nicht. Okay. Was kann Smogmog? Explodieren? Toxin. Okay. Trifft das nicht? Das wäre gut. Ah, doch. So, Donnerblitz und Borschnabel. Ich benutze mal Donnerblitz. Diesmal habe ich mich auch nicht vertan mit Feuerwirbel oder. Warum ist keine Elektroattacke, die sowas, die so einen Effekt kann? Nicht, dass ich das haben möchte, aber. Schlammbad. Ich mache wieder Geräusche. Ada, ada. So, hier haben wir den nächsten Donnerblitz für den Gegner. Das dürfte nicht reichen. Ich sag dir 3 KP. 7. Na gut, auch gut. Der hat auf jeden Fall überlebt. Das war klar. Er kann nicht angreifen. Perfekt. Mir gefällt übrigens nicht, dass der. Wir müssen nochmal Donnerblitz. Er wechselt! Oh bitte, mein Donnerblitz muss durchgehen. Also wie soll er nicht durchgehen? Oh mein Gott, mach irgendwas kaputt. Plant den Tocker, paralysier es oder so. Oh mein Gott, das wäre so gut. Donnerblitz. Hau es um. Volltreffer oder so. Nein. Oh, das war das Einzige, das eine Chance gegen den Tocker hat. Und das ist jetzt vergiftet. Oh, wenn er jetzt Wickel benutzt. Fuck. Nein. Er wechselt schon wieder. Was macht er denn da? Was ist das denn? Ich hab keine Ahnung. Ich greife auch das an, das ist mir egal.
Mach doch! Und das ist One-Hit! Kabuto, jetzt hat er nur noch das Vieh. Und das muss ich jetzt aber noch irgendwie kaputt kriegen. Leider habe ich nur Arctos, Zapdos und Lavados im Team. Und Zapdos, der als einziger... Ah ne, Moment, das hat er auch noch. Ich bin verwirrt. Er würde es nicht wechseln. Er würde es nicht nochmal wechseln. Oder? Wobei, wenn er es wechselt, ist es ja weg. Okay. Er wechselt es nicht. Aber das wäre super gewesen, wenn er nochmal gewechselt hätte. Dann wäre es gestorben. Das andere. Und gegen das hätte ich sowieso gewonnen. Oh, Mann. Ladies and Gentlemen, the final round begins. Hey, wir haben noch nicht die letzte Runde. Oh, shit. 45 haben wir. Ich habe noch 15 Minuten für zwei Gegner. Also, der kann immer noch lange dauern. Weil der Wickel kann. Und schneller ist als ich. Shit. Gift ist jetzt saustark. Ja. Das war's. Ich muss es opfern, das ist schade. Ich hätte direkt wechseln sollen. Dann wäre nämlich der Giftschaden auch zurückgesetzt worden. Und dann hätte ich vielleicht noch so einen Wickel mehr überlebt mit Zeus. Oder hätte ich nochmal eine Gelegenheit gehabt, mit Zeus das Vieh zu killen, auf jeden Fall. Was wir jetzt mit Polaros bräuchten, wäre auf jeden Fall ein Fliegenangriff, der trifft. Das Vieh kann sich ja dagegen nicht wehren. Sagen wir es einfach mal so. Ich könnte auch Eis benutzen, aber Eis ist Unsinn. An der Stelle. Und eine eigene Giftattacke wird gegen das Vieh nicht helfen, weil es selber Gift ist. Es darf nicht treffen. Es darf einfach nicht treffen. Das ist alles. Alles, was zählt. Das hat er getroffen. Scheiße. Es hat kaum Energie verloren. Es muss sich nicht rühren. Okay. Wahrscheinlich macht er jetzt gleich Hydropumpe oder so. Es würde mich nicht wundern, wenn er sowas benutzen würde oder Surfer. Oh, komm, fliegen. Wir können auch fliegen. Das geht. Vorhin hat er gewechselt. Ich glaub's nicht. Toxin! Oh mein Gott. Brutal gut. Ich habe Fliegen benutzt. Wir haben einen relativ guten Angriffswert, oder? Haben wir den? Wir müssen nur treffen. Dann haben wir gewonnen, wahrscheinlich. Hoffe ich. Aber einfach mal prayen hier. Oh, pray. Nicht Prey wie Beute, sondern Prey wie, oh mein Gott, was hat der denn vor? Yes! Das war gut, meine Freunde, das war gut, das war großartig. Oh. Ah, war anstrengend. Zwei Kämpfe noch für 13 Minuten. In 13 Minuten. Das kann funktionieren, je nachdem, wie gut ich durchkomme. Das kann ja auch ein einfacher Gegner sein. Muss ja nicht. Nee, warte mal. Ich habe noch einen Gegner vor mir. Das war der Biker. Entschuldigung. Das ist noch ein Gegner. Und die Katze schmeißt irgendwas um. Lass das. Das wäre nett. Danke. Okay. Koga. Er hat schon wieder ein kaputtes O-Mod. Warum haben die alle immer ein kaputtes O-Mod? Könnt ihr das nicht austauschen? Habt ihr die Rechnung nicht mehr? Egal, wir nehmen mit Polaros. Wir nehmen mit. Sunny ist unfassbar wertvoll. Ich weiß nicht. Sunny, ich verzichte lieber nicht drauf. Und halt, nehmen wir diesmal wieder das mit oder das? Nehme ich einen unsicheren Feuersturm oder nehme ich einen Bohrschnabel und Donnerwelle? Ich könnte auch das nehmen, aber es ist auch. Na, Zeus. Zeus. Ich hoffe, ihr seid alle Freunde geworden. Ja, natürlich ziehe ich dem die Giftzähne. Guck mal, der hat schon da welche. Die gucken schon raus. Ich bin gespannt. Ich probiere es. Auf gut Glück. Der ist ja so ein bisschen strategisch manchmal. Das könnte sein, dass es passiert. Nein, könnte nicht. Okay. Ich hatte wirklich damit gerechnet, dass er es macht. Ich hatte damit gerechnet, dass er das bringt. Habt ihr eine Ahnung, was ich dachte, dass er das bringt? Ich hatte wirklich gedacht, er explodiert. Ich hätte das so geil gefunden, wenn der jetzt explodiert wäre. Holy shit. Da hätte ich gefeiert.
Toxin. Natürlich macht er Toxin. Versucht ihn natürlich weiterhin zu vergiften und so. Was passiert jetzt? Es will den Gegner langsam, aber... Aber ich bin schneller als er, das ist schon mal gut. Da kann ich auf jeden Fall nochmal Eisstrahl jetzt reinhauen. Hauen wir ihn um. Aber richtig mit Power jetzt diesmal. Also richtig mit so. Ah, das wird aber nicht reichen. Dö-dö-düm-düm-dö-düm. Rauchwolke. Ah, der macht ja Sachen. Ist dahin. Die Kraftpunkte sind unterschiedlich. Ich probiere es jetzt einmal und wechsle ich. Nur so zu für den... Das wär gut, glaube ich, wenn ich dann wechsle. Ah, hat getroffen. Yay. Im besten Fall wechsle ich gleich trotzdem, damit der Gifteffekt nicht so stark wird und ich den Genauigkeitszeug wieder rückgängig mache. Ist immerhin der Arena-Leiter. Ich muss auch ein bisschen strategisch denken. Oder ich friere ihn einfach ein. Das wäre natürlich auch ganz nett. Es kann sein, dass ich nicht treffe und dann habe ich ein Problem. Das muss ich gucken. Ich gebe dir eine Chance. Polaris, du bist der Beste. Schon immer gewesen hier. Es hat auf jeden Fall getroffen. Das ist schon mal gut. Es war jetzt auch nicht so super schwach. Es war ein ganz passabler Treffer. Und da kommt die Psychokinese. Ich bin nicht begeistert. Und das war's. Das ist nicht gut. Wir nehmen Sunny. Ich wechsle zu Sunny. Jetzt habe ich so ein halbtotes Polaros. Das ist okay. Sorry. Sunny. Sunny kriegt jetzt Psychokinese ab. Das ist okay. Ich kann mit leben. Ich mache Donnerwelle. Oh, das war gar nicht schlecht. Für das, was es war. Okay, wir benutzen Donnerwelle und wechseln dann wieder zurück, schätze ich. Dann sind halt wieder die Wertsteigerungen und Senkungen halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich muss jetzt nur gucken, dass es funktioniert, dass ich das durchkriege. Okay, Polaros, du bist dran. Du darfst nochmal. Ich weiß nicht genau, ob das eine gute Idee ist, aber ich versuche es jetzt. Er ist jetzt paralysiert. Ich überlebe einen Angriff, ich kann nochmal einen Eisstrahl draufhauen. Also ich überlebe definitiv einen Angriff. Komm, das wird ja wohl klappen. Komm, ich werde einen Angriff fertig durchhalten. Polaris ist stark. Das ist jetzt kacke. Aber okay, haben wir gleich Leben. Eisstrahl. Es wird jetzt nicht so viel abziehen, leider. Es sei denn, es ist ein Volltreffer. Ich verlange nicht allzu viel von dir. Das wirst du schon schaffen. Es ist ein Volltreffer! No, es lebt noch, aber ist okay. Das nächste Pokémon wird es auf jeden Fall beenden. Mit Hypno. Oh, der hat auch einen Volltreffer gemacht. Der hat wohl auch keinen Bock auf Volltreffer, der Gegner. Wen nehmen wir? Wollen wir Sunny fürs Ende behalten? Okay, nehmen wir Zeus. Wir nehmen Zeus, hauen ihm einfach so einen Donnerblitz um die Ohren oder so. Ich glaube nicht, dass er wechseln würde, aber wir können es ja mal machen. Donnerblitz. Volle Kanne drauf, einfach. Bumm. Es ist immer lustig, wenn der Gegner wechselt und man hat dann gerade einen starken Angriff reingehauen. Und der funktioniert dann einfach und der geht durch und alles. Also ist schön. Das ist immer richtig cool. Ich finde es... Wisst ihr, was ich etwas dumm finde an meinem... Man sieht meine Kopfhörer nicht. Ah, doch, da so ein bisschen. Ich habe extra so rosa Kopfhörer und jetzt sieht man die eigentlich gar nicht. Passen eigentlich so schön zu meinem Setup. So, ich bin jetzt erst Donnerwelle. Dann kommt wahrscheinlich wieder Psychokinese von dem und dann mache ich Bohrschnabel. Bohrschnabel. Wobei, ist Bohrschnabel besser gegen das Vieh oder doch eher Donnerblitz? Das ist kein Flugtyp, oder? Aua. Hätte aber besser sein können von ihm. Es war ein Volltreffer und es hat abgezogen wie manch anderer normaler Treffer von Psychokinese. Ich probiere es mal mit Bohrschnabel. Mal gucken, wie es läuft. Steinhart oder Beinhart oder... Mein Hart. Das geht in eine falsche Richtung. Wir haben es geschafft. Wir haben den Arenaleiter besiegt. Wir haben noch 5 Minuten Zeit, 6 Minuten Zeit. Aber die Minute ist schon angebrochen. Also ist alles gut ausgegangen. Wir haben dafür gebraucht 30 Minuten ungefähr. Schön.
Eine ganz nette Folgenlänge auch. Ist jetzt nicht zu lang, ist aber auch nicht zu kurz. Ich kann das nicht ab, wenn Folgen zu kurz sind. Da hast du kaum was geschafft und ist die Folge wieder vorbei. Ich mag das, wenn Monkey zum Beispiel so richtig lange Videos hochlädt. Da hat man einfach die ganze Zeit was zu tun. Muss ich keine Sorgen machen, dass man jetzt irgendwie so mit so mittelmäßig guter Laune noch irgendwas anfangen muss. Worauf man meistens keine Lust hat. Weil irgendwie ist schon wieder alles zu gucken vorbei. Du hast von Koga den Schlüssel zu Sabrinas Turm erhalten. Spiel mit mir. Ja, das haben wir schon mal gehört. Den ganzen Kram. Okay, meine Freunde, das war's von meiner Seite aus, von der Prinzessin. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Stadium und dann bis dahin, denke ich. Aber dann wieder im Stadium, denke ich. Also, ciao.